Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen zum zweiten Video rund ums Thema Solar. Wir sind immer noch bei Till hier in Öttwil am See, eines der schönsten Orte in der Schweiz am See, hast du mal gesagt. Till, der trinkt gerade einen Solarkaffee und wenn er das verpasst hat, dann schaut das hier oben mal nach, das letzte Video hier von Autosolar. Wir sind heute zum zweiten Mal hier und jetzt stellen sich die Fragen rund um die Installation. Bist du schon bereit? Kaffee noch kurz austrinken? Das mache ich noch und dann bin ich bereit, ja. Dann geht's los. Schön, seid ihr mit dabei. Generell, wenn man ein Solarmodul hat, ist es einfach, es anzuschließen. Man hat ein Kabel, Plus und Minus. Da schließt man einen Laderegler an und dann auch die Batterie. Wenn man jetzt zwei Solarmodule hat, gibt es zwei Möglichkeiten, diese anzuschließen. Entweder man nimmt die beiden Pluspole zusammen und die beiden Minuspole und geht dann so auf den Regler und auf die Batterie. Das nennt man Parallelschaltung. Der Vorteil ist, wenn jetzt ein Solarmodul nicht so gleich beschattet oder gleich beleuchtet ist wie das andere, also das heißt eine Teilverschattung zum Beispiel ist, auf dem Fahrzeug zum Beispiel durch eine Satellitenschüssel oder irgend so etwas oder ein Baum, dann produziert das andere Solarmodul immer noch genug Strom und kann so die Leistung bringen. Bei einer Serienschaltung nimmt man das Plus vom einen Modul und das Minus vom anderen, schließt das zusammen und nimmt dann von den anderen beiden Modulen jeweils das Plus und das Minus und geht so auf den Regler. Das ist die Serienschaltung, nacheinander. Der Vorteil hierbei ist, dass man eine höhere Spannung hat und somit einen dünneren Kabeldurchmesser braucht und hat weniger Leistungsverlust. Man braucht bei einer Serienschaltung unbedingt zwingend einen MPPT-Laderegler, der die Spannung wieder runterregeln kann auf 12 Volt. Es ist ideal, wenn die Panels dieselbe Größe, also Leistung haben, 100 Watt, zum Beispiel mit anderen 100 Watt, aber auch die Ladekurven der Solarmodule sollte in etwa dieselbe sein. Wenn jetzt zum Beispiel ein 20 Watt mit einem 50 Watt Solarmodul zusammengeschlossen wird, bei einer Parallelschaltung, dann agiert das stärkere Modul so wie das schwächere, also man hat einen Leistungsverlust. Deshalb möglichst immer nur dieselben Solarmodulgrößen zusammenschließen oder wenn man das nicht kann, dann verschiedene Laderegler nehmen, für jedes Modul einen eigenen. Das ist immer wieder eine Frage, die sich stellt, wenn man ein Solarmodul ausrichtet gegen die Sonne, ob es dann mehr hat. Das ist so. Das Ideal wäre natürlich, wenn die Sonne kommt und vorbeigeht, dass man das Solarmodul immer der Sonne ausrichtet. Man hat aber gemerkt, dass es eigentlich zu viel Aufwand ist und auch wenn man es dann ausrichtet, dass dann die Sonne auch wieder weitergeht, dann müsste man es wieder nachrichten, manchmal vergisst man das. Deshalb empfehlen wir, das Solarmodul einfach flach drauf zu machen auf das Dach und dann wird auch über die Reflexion der Wolken das Sonnenlicht auf die Module geleitet und natürlich am Mittag direkt drauf. Deshalb ist die einfachste Montage sicher, wenn man es einfach gerade fest flach auf das Dach montiert. Hier haben wir jetzt ein Solarmodul mit Alurahmen, das hinten dran Luft hat. Das heißt, wenn man dieses jetzt direkt drauf machen würde und das würde von der Sonne beleuchtet werden, entsteht hinten ein Luftkissen, das sich aufwärmen kann. Und je wärmer ein Solarmodul ist, desto weniger effizient ist es. Deshalb müssen diese Module hinterlüftet sein, dass diese Luft da hinten, die sich aufgewärmt hat, hinter dem Alurahmen rausgehen kann. Bei den flexiblen Solarmodulen ist das anders. Dies kann man direkt flach draufkleben und die Wärme geht dann über die Oberfläche weg, weil hinten kann sich gar nicht ein Luftkissen bilden. Und das ist der Vorteil auch von den flexiblen, dass man die einfacher installieren kann. Generell
sind unsere Laderegler so gemacht, dass wenn man es falsch anschließt, kommt ein Fehler und sagt, hey, da ist etwas falsch angeschlossen und da kann man es ändern. Der richtige Weg wäre, dass man zuerst die Batterie an den Laderegler anschließt, dann erkennt der Laderegler, dass es 12 Volt ist, nicht 24 Volt, das erkennt er automatisch, und dann schließt man die Solarmodule an. Dann produzieren die Solarmodule den Strom und die 12 Volt Batterien werden geladen. Wenn man jetzt zuerst die Solarmodule anschließt, funktioniert das meistens auch, wenn die Sonne gerade nicht so stark ist. Aber die korrekte Art wäre, dass man zuerst den Regler an die Batterie schließt, dann die Solarmodule. Das kann sinnvoll sein, wenn man mehrere Solarmodule in Serie schaltet. Bei einem oder zwei Modulen ist die Spannung noch nicht so hoch. Dann hat man etwa so zwischen 20 und 40 Volt. Und das heißt, dass dort noch nicht wirklich viele Funken entstehen. Wenn man jetzt zwei, drei, vier Module in Serie geschalten hat, hat man eine höhere Spannung und dann hat man noch Sonnenschein, dann lohnt es sich, diese kurz abzudecken, bevor man es anschließt. Die wichtigste Sicherung ist im Laderegler zwischen Laderegler und Batterie. Die ist bei uns immer schon verbaut. Die ist obligatorisch. Die anderen Sicherungen zwischen Solarmodul und Regler oder Regler und Batterie, eine zusätzliche Sicherung, kann man machen, wenn zum Beispiel ein Blitz einschlägt oder so, aber ist nicht nötig, muss man sagen. Auf der Verbraucherseite ist es wichtig, alle Verbraucher einzeln abzusichern. Das heißt, zwischen Batterie und Wechselrichter kommt eine Sicherung rein. Die sind bei unseren Wechselrichter immer schon auch verbaut. Zwischen jedem Verbraucher wie Licht, Kühlschrank, Handy-Ladegerät, überall dort, wo es von der Batterie zu einem Verbraucher geht, muss man eine Sicherung einbauen. Ja. Es kommt immer darauf an, wie die Leistung bzw. der Verbrauch des Verbrauchers ist. Das heißt, wenn man einen Wechselrichter nimmt und dort eine Kaffeemaschine zum Beispiel anschließt, braucht das etwa 120 bis 140 Ampere, die da gezogen werden. Das ist sehr viel Strom. Und die Kabel müssen auch entsprechend dick sein. Wenn man jetzt diese Kabel, wir liefern Kabel, die sind etwa 40 cm lang mit, wenn man diese verlängern möchte, dann kommt es wirklich darauf an, pro 10 cm muss man dickere Kabel nehmen. Bei kleinen Verbrauchern, wie zum Beispiel eine LED-Lampe, kann man dünne Kabel nehmen und diese auch verlängern, auch 10 Meter, 20 Meter, da braucht es nicht dickere Kabel. Also kommt es sehr darauf an, wie viel das der Strombezug ist, die Leistung des Verbrauchers, und muss so die Kabeldicke anpassen. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben, gerade für so eine Kaffeemaschine, wie sollte da der Kabeldurchmesser sein? Bei der Kaffeemaschine muss es etwa 18 Quadratmillimeter sein. Wenn man dann aber zum Beispiel einen Meter oder eineinhalb Meter nimmt, dann braucht man schon 50 oder 60 Quadratmillimeter. Also das sind dann richtig dicke Kabel. Bei den Solarmodulen nehmen wir bis 100 Watt 4 Quadratmillimeter Kabel zum Regler und ab 150 Watt dann 6 Quadratmillimeter Kabel. Wir versuchen immer möglichst wenige Löcher in das Dach zu machen, wenn wir montieren, weil das sind ja immer Risikofaktoren, dass dort irgendwie der Regen reinkommt. Deshalb bei den flexiblen, dünnen Solarmodulen kann man es einfach drauf kleben. Da nehmen wir Sikaflex, Montagekleber, der extra gemacht ist für Solarmodule. Kann man einen Streifen drauf tun und dann direkt drauf kleben. Das ist das Simpelste. Bei den Alurahmenmodulen nehmen wir solche Montageecken. Die klebt man wiederum mit Sikaflex direkt auf das Dach und schraubt dann hier das Modul dran. Somit hat man auch keine Löcher. Das einzige Loch, das man machen muss, das auch etwas Mut braucht, ist, um die Kabel dann in das Wageninnere zu führen.
Für das nimmt man eine Dachdurchführung, so etwas, kann man dann Plus und Minus durchführen und macht dann ein Loch rein in das Dach, hier Sikaflex, das drauf und dann ist das dicht und hält. Das ist so, dass der Sikaflex extrem gut hält, das heißt auch auf der Autobahn, wenn man jetzt irgendwie 120 fährt und ein Windstoß kommt, muss das halten, weil es sonst so wie ein Segel ist und wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, auch nach Jahren, weil es ist überbeständig, es ist dauerelastisch, das heißt auch kleine Vibrationen werden da ausgeglichen und deshalb empfehlen wir auf jeden Fall diesen Kleber. Das ist so, dass das eine Arbeit ist. Es ist nicht gemacht, wenn man eine flexible Solarpanel auf das Dach macht, draufklebt, dass man die einfach wieder runternimmt. Das ist nicht dafür gemacht. Man kann es mit Arbeit schneiden, man kann es nicht chemisch lösen, aber man könnte es frei schneiden. Bei den mit Alurahmen, die kann man natürlich einfach frei wieder abschrauben. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Fahrzeug wechselt und das alte Fahrzeug verkauft, kann es natürlich auch eine Wertsteigerung für das Fahrzeug sein, wenn man noch eine Solaranlage drauf hat. Generell müsste ich genau die Spezifikationen anschauen von diesem Regler. Es ist so, dass, wie vorher auch schon erwähnt, die gleichen Module zusammen geschlossen werden müssen. Also wenn man jetzt ein 50 Watt Modul und ein 100 Watt Modul zusammenschließen möchte, ist das nicht ideal, weil dann das 100 Watt Modul so agiert wie ein 50 Watt Modul. Deshalb würde ich das schon mal nicht empfehlen. Von der Leistung her ist das mit 10 Ampere, dieser Regler kann bis 150 Watt etwa Solarmodule verarbeiten. Das heißt, auch von dem her wäre dieser MPPT-Laderegler zu klein. Das ist eine sehr wichtige Frage. Deshalb braucht man einen Laderegler. Der Laderegler, der wird auch direkt an die Batterie geschalten. Wenn jetzt das Wohnmobil eingesteckt wird mit 230 Volt oder der Motor läuft und so die Batterien geladen wird, dann merkt das der Laderegler und ergänzt noch die Leistung oder hört ganz auf zu laden. Deshalb funktioniert das tadellos, man muss einfach einen Laderegler noch einbauen. Man braucht keinen zusätzlichen Schalter, um das auszuschalten oder so, ein Laderegler reicht. Bei uns im Webshop unter autosolar.ch gibt es Komplettpakete, die kann man so direkt beziehen oder man kann sie auch selber zusammenstellen, auch natürlich mit Hilfe von uns. Wir beraten sehr gerne telefonisch oder per Mail. Dann gibt es einen Großteil unserer Kunden, die das selber installieren, weil wir alles vorbereiten, das heißt alle Stecker und alles machen wir schon dran an die Anlage. Das muss man nur noch zusammenstecken oder einfach zusammenschrauben. Wenn es Kunden gibt, die das nicht selber machen möchten, dann haben wir eine Garage hier bei uns im Haus, eine Werkstatt, die das machen kann. Die können das montieren, die haben viel Erfahrung damit und sonst haben wir auch ein Partnernetz von Garagen, Werkstattstätten in der ganzen Schweiz, die das auch ausführen können. Und wenn man es doch selber machen möchte, können wir natürlich auch telefonisch oder per Mail beiseite stehen und Support geben. Wenn man etwas falsch macht, zum Beispiel mit den Kabeln, die irgendwie falsch zusammen machen würde, dann kommt der Laderegler und sagt, hey, es ist falsch angeschlossen, mache es anders. Es kann somit nichts passieren, es ist sehr eine sichere Sache. Das ist auch unser Credo, dass wir sagen, Solar soll einfach sein und eigentlich auch zugänglich für jeder und jede. Zudem bieten wir natürlich auch Support, wenn jetzt irgendwie mal eine Fehlermeldung kommt oder irgendetwas passiert, etwas nicht klar ist, etwas nicht mehr lädt, dann kann man Kontakt mit uns aufnehmen. Wir schauen das an und können meistens dann eine Lösung finden. Selbst wenn Leute auf Reisen sind, wie
Kunden, die in die Mongolei gehen, in die Karibik oder auf der ganzen Welt unterwegs sind und dort irgendetwas ist, stehen wir die ganze Zeit zur Seite. Vielen herzlichen Dank, Till, für all diese tollen Informationen. Ich hoffe, wir konnten auch euch ein bisschen Licht ins Dunkel, was diesen ganzen Solardschungel angeht, machen. Und ja, wenn noch Fragen sind, dann schreibt das gerne unten ins Video herein. Dir sage ich schon mal vielen Dank. Lass dich zurück an die Arbeit gehen. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr jetzt so richtig Lust und Bock auf Solar bekommen habt, dann hier noch ein geiler Hinweis, weil Europa ist geil und entsprechend ist ja auch Solar geil. Und wenn ihr das auf Autosolar bei eurer Bestellung eingebt, Rabattcode Solar ist geil 5, dann gibt es auch noch 5% Rabatt für eure Bestellung. Ja, und das ist doch ein super Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn wir euch ein paar Inspirationen, Informationen, was auch immer geben konnten. Und wie gesagt, wenn noch weitere Fragen sind, unten hinein. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr noch mehr zum Thema Solar wissen wollt, hier oben ist die Playlist mit all unseren Videos rund ums Thema Solar. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das da unten machen und nicht vergessen, auch einmal auf die Glocke draufhauen, damit ihr immer eine Information kriegt, wann das nächste Video von uns online gegangen ist. Und wenn ihr jetzt genug habt von Solar und ein bisschen reisen wollt, hier drüben findet ihr alle unsere Reisevideos.